Herzlich willkommen zu diesem Video über die Sternzeichen-Kolliers, die ich für euch kreiert habe, über die besondere Gabe des Sternzeichens Stier und über euer Sternzeichen-Mantra. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und in meinem Video Folge deinem Herzen habe ich euch darüber berichtet, welche großen kreativen Kräfte der Mondknoten im Löwen freisetzt. Bei mir hat die Konstellation einen wunderbaren Kreativschub ausgelöst. Ich bin meinem Herzen gefolgt und habe einen lang gehegten Traum verwirklicht, nämlich eine eigene Kollektion mit schönen astrologischen Schmuckstücken zu erschaffen. Nun sind sie auf der Welt, meine Sternzeichen-Kolliers für die 12 Zeichen, von Widder bis Fische. Und dieser Kreativprozess hat mich auch inspiriert, mich ganz tief mit den spirituellen Gaben der Sternzeichen zu beschäftigen und für jedes Zeichen ein eigenes Mantra zu entwickeln. Denn mir ist wichtig, dass euer Sternzeichen-Kollier für euch nicht nur ein Schmuckstück ist, sondern dass es euch auch die wunderbare Energie eures Sternzeichens bewusst macht, sodass ihr euch damit verbinden könnt. Für euch Stiergeborene ist das die Energie der gelebten Nachhaltigkeit, die Kraft, etwas aufzubauen und zur Blüte zu bringen, die tiefe spirituelle Verbindung zu den Zyklen der Natur, die Fähigkeit, inneren und äußeren Reichtum zu erschaffen, die Zuverlässigkeit und die Treue. Der Stier ist das Zeichen, in dem der Keim des Frühlings genährt und geschützt werden muss, damit er zur Blüte heranreifen kann. Und Sinnbild dafür sind die üppig blühenden Frühlingswiesen im Wonnemonat Mai. Ja, auf dem Schmuckstück ist das abstrakte Symbol des Stiers eingeprägt. Es wurde genau nach meinem handgezeichneten Entwurf gestaltet, den ihr auch hier in der Präsentation seht. Deswegen ist der Stier eben nicht ganz perfekt, aber dafür authentisch von mir. Die meisten sehen in diesem Signum einfach das abstrahierte Gesicht der sanften Mutterkuh. Doch der Kreis steht auch für das kosmische, schöpferische Prinzip und auf ihm ruht die Schale, Symbol für Weiblichkeit, Nahrung aufnehmend und dem Kreis zuführend. Und außen herum seht ihr den gesamten Tierkreis, der einen spirituellen Entwicklungsweg darstellt. Die Sternzeichen folgen dabei einer kosmischen Ordnung, die mit dem Widder beginnt und mit den Fischen endet. Jedes Sternzeichen hat dabei eine Gabe bzw. Aufgabe und ist mit einer einzigartigen Energie ausgestattet, die es in die Welt tragen soll. In eurem Fall eben die Energie des Zeichens Stier. Natürlich ist diese Energie nicht bei jedem gleich stark ausgeprägt. Das wisst ihr ja, dass das auch vom restlichen Horoskop abhängt. Aber die Sonne, unser Zentralgestirn, das Zentrum, das Herz unseres Sonnensystems, die stand bei eurer Geburt im Zeichen Stier. Und das ist euer ganz besonderes kosmisches Geschenk. Ich habe für euch eine Meditation verfasst, die euch einstimmen soll auf die Kraft eures Sternzeichens. Ich werde euch die Meditation jetzt vortragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz die Augen schließen und sie auf euch wirken lassen. Meditation zur kosmischen Energie des Zeichens Stier. Du wurdest geboren, als die Sonne im Stier stand. Es ist deine spirituelle Gabe, die einzigartige Energie dieser Konstellation in die Welt zu tragen. Was dir anvertraut ist, hegst und pflegst du mit Hingabe. Du verstehst es, aus dem Samen eines Potenzials die Blüte des Erfolgs zu machen. Unter deinen Händen mehrt sich materieller Reichtum und Beziehungen gewinnen an Substanz. Lange bevor der Begriff der Nachhaltigkeit in unserem Bewusstsein angekommen war, hast du sie bereits gelebt. Denn dir ist bewusst, welch großes Geschenk die Schönheit und der Reichtum unserer Mutter Erde für uns ist und dass es unserer Mitwirkung und Liebe bedarf, diesen Schatz zu bewahren und zu erhalten. Du gehst den Weg der beschützenden Ernährerin und sorgst dafür, dass alles, was du liebst, blüht und gedeiht. Auf diesem Weg kannst du versucht sein, das, was dir lieb ist, festhalten zu wollen und dich nur auf dein persönliches Territorium zu beschränken. Deshalb möchte ich dir ein Mantra mitgeben, das dich dabei unterstützt, allzeit Vertrauen in das Leben und in deine fruchtbaren Kräfte zu empfinden. Und das ist dein Mantra. Ich lasse meine Zuwendung und Wertschätzung frei fließen, denn je mehr ich gebe, desto mehr kommt zu mir zurück. Ich hoffe, das Mantra gefällt euch und die Augen könnt ihr jetzt auch wieder öffnen, denn ich möchte euch noch ein bisschen über die Sternzeichen-Kolliers erzählen. Ich bin super glücklich und dankbar, dass ich dieses Herzensprojekt verwirklichen konnte, einzigartige Schmuckstücke mit den astrologischen Symbolen zu gestalten und natürlich hoffe ich auch, dass sie euch gefallen.
Aber sie sollen eben nicht nur schön aussehen, sie sollen euch auch dazu dienen, die Aufmerksamkeit auf eure kosmische Gabe zu lenken. Und ihr wisst ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Hier habe ich euer Schmuckstück. In der Schatzkiste liegen die anderen 11. Also die anderen 11 Sternzeichen. Und euer Collier heißt Sternzeichen-Collier Taurus der Stier. Und so wird es hier in diesem Kästchen bei euch ankommen, wenn ihr eins bestellt. Und den Text mit der Meditation zu eurer kosmischen Gabe und eurem Mantra, den bekommt ihr als Ausdruck dazugelegt. Das alles bekommt ihr zum Einführungspreis von 59 Euro und ihr könnt euer Collier direkt über meine Homepage bestellen, wenn ihr dort auf den Shop klickt oder ihr ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung oder wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt. Jetzt zeige ich euch das nochmal genauer. Der Anhänger von dem Collier ist aus allergiefreiem Edelmetall und trägt das Signum des Stiers, eingebettet in den Tierkreis mit den 12 astrologischen Symbolen. Der Tierkreis ist silberfarben, die Mitte mit eurem Sternzeichen ist vergoldet. Und dann wurde dieser Kristall im Diamantschliff so platziert, dass er die Aufmerksamkeit und damit die Energie in das astrologische Haus lenkt, in welchem euer Sternzeichen beheimatet ist. Und zum Stier gehört das zweite Haus des inneren und äußeren Reichtums. Zusammen mit dem Anhänger bekommt ihr einen goldenen Halsreif. Da habe ich extra dafür gesorgt, dass da noch eine Verlängerungskette dran ist, sodass ihr die Länge zwischen 42 und 47 cm passend für euch einstellen könnt. Das Collier soll relativ eng am Hals getragen werden, weil es so einfach am schönsten zur Geltung kommt. Auf der Rückseite habe ich extra 2 Aufhängungen anbringen lassen, damit der Anhänger schön mit dem Halsreif harmoniert. Für jedes Sternzeichen wurde eine eigene Gussform entwickelt und dann wurden die Schmuckstücke in diesen Gussformen geformt und anschließend so schön glatt poliert, dass sie so funkeln, wie ihr das hier seht. Und als nächstes wurde dann von Hand auf jedes einzelne Stück schwarze Farbe aufgetragen und anschließend wieder abpoliert, sodass die Farbe nur in den eingeprägten Symbolen zurückbleibt. Insofern ist jedes Schmuckstück ein Einzelstück und bei diesem Farbauftrag sind auch kleine Abweichungen möglich. Zum Schluss wurde der Stein eingebettet, passend zum astrologischen Haus. Das war alles ein ziemlicher Aufwand bei der Herstellung, kann ich euch sagen. Und ich bin unheimlich froh und dankbar, dass es meinem Team so gut gelungen ist, meine Vorstellungen umzusetzen. Und mir war es halt auch sehr wichtig, die Sternzeichen-Symbole selbst zu zeichnen. Ich habe eine Vergangenheit als Künstlerin, ich habe mal freie Kunst studiert und davon wollte ich hier etwas einfließen lassen. Ich wollte nicht einen von diesen vorgefertigten Astro-Symbolsätzen benutzen, die man überall findet, wenn man irgendetwas mit Astro kauft. Die sehen immer gleich aus. Aber dieses Design, wie ihr es hier auch seht, mit meinen handgezeichneten Symbolen, das ist einzigartig, das werdet ihr nirgendwo anders finden. So, jetzt wisst ihr alles über mein Sternzeichen-Collier und über die spirituelle Aufgabe eures Sternzeichens. Alle Infos zur Bestellung habe ich hier hinter dem kleinen i verlinkt und ihr findet sie auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich total freuen, wenn ihr nun Lust bekommen habt, euch mit dem Collier zu schmücken und energetisch mit eurer kosmischen Gabe zu verbinden. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass es euch gibt, danke, dass ihr mich dazu inspiriert habt, diese Schmuckstücke für euch zu gestalten. Das hätte ich mich nie getraut, wenn ich nicht meinen YouTube-Kanal hätte, wo ihr mir immer so ein tolles Feedback gebt und an mich glaubt und an meine Art, euch die Astrologie nahezubringen. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute mit den Sternen.